Hallo liebe Mumba-Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um den Landschaftsbau, nämlich Teil 2, Felsgestaltung, also los geht's. Ja, das ganze Video ist nachsynchronisiert, also nicht wundern. Jetzt geht's los. Wir mischen unser Amarco-Skulptumult an. Wie genau ihr das macht, habe ich euch schon im Teil 1 zum Schluss erklärt, wo wir das grobe modelliert haben. Nicht wundern, dass das Wasser gerade aus so einer Flasche kam. Ich hatte einfach keine Lust, andauernd zum Wasserhahn zu rennen, und da habe ich aber eine leere Flasche genommen und das Wasser da reingeschüttet. Ja, jetzt mischen wir das Ganze an. Ihr könnt es auch nochmal sehen, richtig schön umrühren. Je fester das Ganze, also je weniger Wasser drin ist, desto schneller trocknet es. Je mehr Wasser drin ist, desto länger braucht es zum Trocknen. Ist immer so eine Gefühlssache. Wie gesagt, guckt euch dazu wirklich nochmal den Teil 1 an. Der Vorteil bei diesem Amarco Sculptumult ist, es ist viel leichter. Und das ist gerade für Anlagen gut, die transportiert werden müssen. Ansonsten könnt ihr auch nochmal einen Gips nehmen. Und es wird auch nicht so schnell fest, das ist auch noch ein Vorteil. Ja. Das ist es jetzt so im Groben zum Amarco-Skulptumult. Ja, ich nehme jetzt hier einen recht spitzen Spachtel, also es sind so eine Farbspachtel, so einen recht kleinen. Und noch so einen breiteren Farbspachtel zum Modellieren. Macht sich ganz gut, also ihr könnt auch einen normalen Spachtel nehmen. Ich habe aber damit nicht so gute Erfahrungen gemacht, also diesen kleinsten Baumarktspachtel, den es gibt, sage ich mal, für so einen kleinen Felsen. Ja, jetzt gehe ich da mit diesem breiteren Spachtel hoch. Es ist nicht schlimm, wenn da was runterfällt, da kommt denn bei der Begrasung eh nochmal was drüber. Auch nicht wundern, warum das alles schwarz ist. Das liegt einfach daran, dass hier ich das eigentlich braun streichen wollte und so viel schwarz reingemacht habe. Und dann dachte ich mir, ach komm, mache ich jetzt alles schwarz, scheiß drauf, sieht später eh kein Schwein mehr. Ja, jetzt modellieren wir das. Dazu nehme ich den kleinen Spitzenspachtel und mache so seitliche Rillen rein. Die Felsen könnt ihr modellieren, wie ihr es wollt, ob ihr jetzt nach einem Vorbild geht. Bei mir ist es recht gemischt. Ihr seht es jetzt oben rechts, dass es da wieder ganz anders modelliert ist. Das ist so eine Sache, so wie man es halt eben haben möchte. Wie man das Ganze sich dann modelliert, ist immer auch Geschmackssache. Ich habe es recht gerne, wenn die Kanten auch dann so, wenn es dann wieder verläuft, recht dünn sind. Weil ich finde, das sieht immer recht gut aus, wenn wir jetzt sozusagen dann einen glatten Übergang haben zur Grasfläche, zur Begrünung, was dann da halt eben auch immer hinkommt. Also ich denke mal da, weil das ist ein recht flacher Hang bei mir. Werde ich wahrscheinlich Gras hinmachen. Oder man macht noch Bäume hoch, Sträucher. Je nachdem halt eben. Ja, ich finde es auch immer meistens nicht so schön, wenn man dann nochmal was durchsieht. Das werde ich wahrscheinlich auch noch gleich mal korrigieren. Das Zeug, so nach einer halben Stunde merkt ihr ungefähr, das wird so leicht, ganz leicht härter in Anführungsstrichen. Also es braucht sehr lange zum Aushärten. Deswegen nehmt euch ruhig Zeit, eure Masse, die ihr angerührt habt, mit der passiert nichts, die bleibt nicht fest. Die wird nicht fest wie Gips oder sowas. Und selbst wenn ihr merkt, oh, die ist ein bisschen zu fest für mich, ich will sie wieder weicher haben, macht einen Schluck Wasser rein und dann wieder vermengen und dann ist alles super. Das ist halt eben auch noch so ein Vorteil von diesem Amarco Sculptumult. Ja. Ja, der eine Felsen ist jetzt fertig. Wir können direkt weitermachen mit dem nächsten Felsen. Da bin ich jetzt auch an sich mit der Kamera mal auf die schlaue Idee gekommen, ein bisschen ran zu zoomen. Das, was ihr gerade eben gesehen habt, habe ich digital ran gezoomt, falls es ein bisschen unscharf gewesen sein sollte. Ja, genau. So kann man es auch modellieren, wie es jetzt ist. Es kommt wirklich immer auf den Geschmack an. Ich habe bei mir dann so gemerkt, dass ich es eigentlich so seitlich viel schöner finde. Und ich finde auch, es sieht gut aus, wenn die Felsen nicht so ganz flächig sind, sondern zwischendurch. Und dann ist da
Grünes drüber. Ja, man kann die auch so ein bisschen dicker halten, allgemein die Felsen. Wie gesagt, das ist alles eine Sache des Geschmacks. Und ja. Und im Endeffekt ist es auch bei mir egal, ob es schwarz gestrichen ist. Wichtig ist eigentlich nur, dass es eine dunkle Farbe ist, um jetzt darauf nochmal ein bisschen einzugehen. Weil wir gehen danach dann mit einem Produkt von Woodland Cynix rüber, was dann den Untergrund für das Begrünungsmaterial darstellt. Und da ist es halt schön, wenn man da nicht so ein helles grünes oder gelbes Styrodor direkt hat oder jetzt was Weißes, weil das schimmert ja dann doch immer ein bisschen durch. Ja. Ja, jetzt könnt ihr nochmal sehen, das haben wir ja im letzten Teil mit rein modelliert, weil wir halt eben generell in der Oberflächenmodellierung waren. Ja, auch jetzt hier oben diese Kante, die ich mir da reingemacht habe, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Dieser Übersprung, wie gesagt, das ist ganz anders. Da habe ich nicht so diese Falten reingemacht. Ich hätte auch nicht gewusst, wie das ist, mehr so spitz. Ja, ich habe das Ganze jetzt schon grau gestrichen mit grauer Abtönfarbe. Ich denke mal, wenn man Farbe anmischt, weiß jeder selber und so weiter. Ja, jetzt haben wir hier Wasser und ein bisschen schwarze Farbe und daraus machen wir uns jetzt hier so eine schöne schwarze dünne Suppe. Richtig wässrig soll, muss es sein. Ja, ein bisschen schwarz noch rein. Um jetzt nochmal kurz auf die Felsen zurückzukommen, wie man Sachen streicht mit dem Pinsel, das brauche ich euch ja nicht zeigen. Und ich fand beim letzten Mal das Video, also Teil 1 ist ja 45 Minuten lang und das ist auch ein bisschen lang, wie ich finde. Ja, so jetzt geht's los. Einfach rüber mit der Farbe gehen, ruhig schön runterlaufen lassen, passiert nichts. Und auch nicht wundern, jetzt nochmal beim Amarco Sculptor Mult, das bleibt, ist meistens immer noch so ein bisschen, auch so nach 2-3 Tagen ist es immer noch an der Oberfläche leicht feucht. Ihr könnt da schon eigentlich nach einem Tag oder so locker, wenn nicht sogar 4-5 Stunden oder sowas, könnt ihr ja schon locker mit Farbe wieder rübergehen. Wichtig ist nur, dass es fest ist. Da schimmelt euch auch eine Strecke oder sowas. Also, ja, darauf braucht ihr jetzt auch nicht achten. Wichtig ist hierfür auf jeden Fall, dass die graue Farbe schon getrocknet ist. Mit dem Schwarz heben wir die Tiefen etwas hervor. Ja, ich lasse es jetzt da einfach so herunterlaufen. Fragt mich auch nicht, warum bei diesem Felsen, wo ich jetzt gerade dran bin, das auf der rechten Seite oben ein bisschen dunkler ist als der Rest. Ich habe da auch schon mal drüber gestrichen, nochmal. Und es blieb immer noch so, also ich habe keine Ahnung, was da los ist, warum auch immer. So, jetzt habe ich mir hier eine Pappe genommen, ein bisschen weiße Farbe und einen harten Pinsel. Damit streiche ich jetzt so ein bisschen auf der Pappe herum, sodass wir ein sehr wenig und trockene Farbe auf dem Pinsel haben. Wichtig ist, es muss ein harter Pinsel sein. Ja, damit gehen wir jetzt mehrmals rüber. Wichtig, also als so ein Tipp von mir, ich habe es bei einem kleinen, ganz kleinen Mini-Felschen, da habe ich zu viel weiße Farbe genommen und dann geht die Farbe halt eben, bleibt halt eben nicht nur auf den spitzen Kanten, was wir halt eben als Highlight haben wollen, sondern geht auch mit rein. Und dann ist der Effekt natürlich wieder weg. Dann habe ich da nochmal neu, komplett neu gemacht. Also nochmal graue Farbe und so weiter. Haufen Aufwand. Passt wirklich auf. Nehmt wirklich nur sehr wenig. Und dann macht es lieber ein paar Mal mehr, dass ihr den gewünschten Effekt habt. Ja. Jetzt wisst ihr, wie man Felsen macht. Ich denke mal, es sieht im Endergebnis echt sehr gut aus. Wie ihr jetzt hier auch gerade nochmal gesehen habt. Ja. Das soll es jetzt von diesem Video auch wieder gewesen sein mit Teil 2 vom Landschaftsbau. Ich laber noch kurz ein bisschen was, wen es interessieren sollte. Das Video, also die Videorohdateien liegen bestimmt schon 1-2 Monate bei mir auf der Festplatte rum, ungeschnitten. Liegt einfach daran, dass ich irgendwie in der Zwischenzeit nicht so die Zeit gehabt habe, ja, das zu machen, aus verschiedenen Gründen. Und deswegen kam das Video erst jetzt. Ja, aber ich denke mal, es sollte kein Problem sein, deswegen war jetzt auch so ein bisschen die längere Pause und dieses Update habe ich auch nur so zwischendrin reingeklatscht. Ich habe, mein Kopf ist voller Ideen, was noch für die Zukunft kommen soll, habe ich ja auch schon in diesem Mini-Update gesagt. Es ist immer nur so ein Zeitproblem bei mir, dass ich dann auch die Ideen, die ich habe, umsetzen kann, weil es ist doch recht zeitaufwendig und ich habe halt eben nicht immer so diese mega Zeit in Anführungsstrichen. Weil so ein Video zu schneiden, das dauert mindestens eine Stunde, meistens so im Durchschnitt, so glaube ich, bin ich bei 4 Stunden oder sowas. Ja, es ist schon insgesamt recht zeitaufwendig.
Gut, genug gelabert, also dann tschüss.